schon bei meinen Gerichtsverhandlungen musste ich manche Protokolle korrigieren, weil es nicht stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Die Macht der Worte, die christliche Podcast-Show in 4 Kategorien. Mein Name ist Steve und ich führe euch durch dieses wunderschöne Podcast-Erlebnis. Und wo ihr das erlebt, das würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das schreiben würdet, vielleicht ein Video macht oder ein Foto, wo ihr gerade diesen Podcast hört und dann entweder mir zuschickt über unsere WhatsApp-Gruppe, die ihr in den Details bzw. Shownotes findet, also die Nummer oder den Link, um in diese Gruppe zu kommen. Da bleibt ihr so ein bisschen up to date. Ich verspreche euch, ich spamme euch nicht zu. Ich habe jetzt vor 6 Tagen habe ich was in die Gruppe gestellt. Davor war es kurz vor Weihnachten. Also ich halte euch auf dem Laufenden, aber ihr werdet merken, so ja, man ist halt ein wenig dabei. Und ja, gut. Aber ich wollte auch allen herzlich willkommen sagen, die neu zu diesem Podcast hinzugestoßen sind. Und es ist tatsächlich seit den letzten 3 Wochen einiges geworden. Und ich gehe davon aus, dass es ein bisschen auch deswegen ist, weil ihr wissen wollt, was da mit Wilhelm Bunz ist. Oder, und das hoffe ich natürlich ein bisschen mehr noch, dass ihr euch auch in diese Podcast-Sendung-Show verliebt habt. Genau, wie ich das gemacht habe und viele andere auch, hoffe ich. Und ich führe euch jetzt da einfach ein bisschen durch. Ich habe ja letzte Woche, falls ihr jetzt erst einschaltet, letzte Woche kam schon die 2. Episode mit Wilhelm Bunz, wo er über seinen Bruder redet. Eine Woche davor hat jemand auf YouTube, uns gibt es jetzt übrigens auch auf YouTube, genau, falls das noch jemand interessiert. Wir haben die 100 Abonnenten geknackt, also Freunde, es gibt Grund zu feiern auf jeden Fall. Muss auch sagen, wir waren vorher, ich glaube, so zwischen 30, 40 Abonnenten und das ist natürlich schon schön, dass dann da so schnell so viel wächst, aber egal. Gut, also auf YouTube hat jemand geschrieben, warum wir das so lange ziehen und was das soll und kann man nicht auf den Punkt kommen. Ja, nö. Also es sind 15 Minuten, die wir da füllen wollen oder die ich füllen will. Und ich finde dieses Konzept auch relativ entspannt für mich als Host und Macher. Und ich finde auch als Hörer, da ich ja auch der Hörer bin meines eigenen Podcasts, finde ich, dieser Podcast geht manchmal sehr schnell vorbei. Und vielleicht geht es euch auch so. Also es ist keine Absicht, doch es ist Absicht, dass das sich so ein bisschen zieht. Aber jetzt im Gespräch selber haben wir nicht gesagt, okay, pass auf Wilhelm, wir machen jetzt einen Punkt, den ziehen wir jetzt ganz lange, dass die Hörer ganz lange dranbleiben. Also halt so wie der Fluss war, so sind wir mitgeflossen. Gut, und was ich euch auch erzählt habe letzte Woche ist schon, dass, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Name ist, meines Rechtsbeistandes, der hat gesagt, hier verhältnismäßig, nee, angehörige Personen oder sowas. Genau, wir haben da wieder jemanden gefragt. Letzte Woche hat Wilhelm erzählt, dass sein Bruder kam auf die Bühne auf eine Veranstaltung, ich meine, es war in Kirchheim. Und, ja genau, es war in Kirchheim. Und da kam sein Bruder und hat dann quasi auf der Bühne das Mikrofon genommen, etc. pp. Wen das interessiert, der kann das nochmal nachhören. Ich habe die Leute angeschrieben in Kirchheim und da will ich Danke sagen, dass die Antwort so schnell kam, falls du das hörst, der mir da geantwortet hat. Vielen Dank für die schnelle Antwort, auch für die Offenheit. Und da lese ich jetzt mal ganz kurz daraus vor, weil es natürlich für euch interessant auch ist. Also, die Person, ich meine, das war der Veranstalter, die schreibt, Hallo Steve, tatsächlich hat hier der ansässige Bruder von Herrn Bunz mit 2, 3 weiteren Verwandten, ehe wir richtig anfangen konnten, die Bühne gestürmt und sein Bruder der Lüge bezichtigt. Er hatte unsere PM, also Pressemitteilung, in der Lokalpresse gelesen und war so aufmerksam geworden. Ich hatte es so verstanden, dass die Familie bis dahin wenig oder nichts von Willy Bunz Aktivitäten bekannt war. Also
jetzt mal ganz kurz hier zu analysieren. Wilhelm hat ja gesagt, da kam er mit Frauen oder mit mehreren Frauen und seiner Frau. Ich habe jetzt nicht hinterfragt, warum jetzt mein Informant sozusagen wusste, dass das die Familie war. Vielleicht war es die Familie, vielleicht waren es irgendwelche Frauen, vielleicht war das Familienmitglieder, die der Willi nicht kannte und somit interpretiert hat, dass das irgendwelche Frauen sind. Muss man auch immer sehen. Ne? Ich will jetzt das nicht verteidigen. Wir müssen aber sagen, als Christen, unsere Evangelien widersprechen sich auch und trotzdem machen sie Sinn in sich zusammen. Dazu gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt Cold Case Christianity. Ich kann es jetzt auf Deutsch nicht sagen, wahrscheinlich die tote Akte Christentum oder sowas. Und da geht es auch darum, dass Matthäus in den Evangelien was anderes beschreibt als Markus und Johannes und der vierte, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Genau, wenn dir der einfällt, schreib es mir bitte auf Instagram. Nein, genau, und dann hat man eine andere Perspektive. Gut, und Wilhelm sagt auch, dass die Familie das schon wusste. Ich gehe jetzt davon aus, dass hier mein Informant aus Kirchheim sich nicht mit dem Bruder großartig unterhalten hat, weil es ging ja in der Veranstaltung, kam ja der Bruder dazu, hat dann was gesagt und wurde dann quasi des Platzes verwiesen. Okay, es geht weiter in meiner E-Mail. Wir hatten in Corona-Zeiten ein Zelt im Garten aufgebaut und ca. 50 Gäste. Wir konnten die Verwandten dann vom Gelände verweisen und mit der Veranstaltung beginnen. Er ging kurz darauf ein, also Wilhelm, und dann war Normalprogramm. Willi Bunz war äußerlich gefasst, meinte aber, es habe ihn ganz schön mitgenommen. Wenn ich mich recht erinnere, drohte der Bruder mit einer Klage gegen ihn und sagte dann, müsste das Gericht klären, ob etwas an den Vorwürfen dran sei oder nicht. Wir wollten nicht weiter darauf eingehen, hätte nichts gebracht, außer Behauptungen und Gegenbehauptungen. Die komplette Besucherschaft hat den Auftritt mitbekommen und ich dachte erst, das sei jemand vom Amt und habe etwas zu beanstalten. Also gut, damals gab es ja noch Corona und da hat man ja ein bisschen aufpassen müssen mit, was darf ich jetzt, was mache ich jetzt und so weiter und so fort. Zum anderen kam dann auch von mir nochmal eine E-Mail, da lese ich auch mal kurz vor, weil das so ein Frage-Antwort-Ding ist. Er hat dann da nach meinen Fragen immer geantwortet. Also ich habe geschrieben, also sind Sie im Nachhinein nicht nochmals über den Vorfall mit Wilhelm im Gespräch gewesen? Er schreibt nein, wir hatten danach keinen weiteren Kontakt, weil ich das Auftreten der Verwandtschaft nicht überzeugend und befremdlich fand. Gut, und was war es, frage ich dann, dass der Bruder einfach so auf die Bühne ging und das Mikrofon des Moderators weggenommen hat. Wie war Ihre Wahrnehmung des Bruders? Er ging auf die Bühne und sprach mit lauter Stimme, was ausreichend war, ohne Vorwarnung, nur Anklagen. Es war nicht die feine englische Art. Mittlerweile weiß ich auch, wo der Mensch lebt und dass er beruflich irgendwas macht. Sein Anwesen liegt bla bla bla. Und so weiter und so fort, sagt er noch ein bisschen so private Sachen. Genau, so viel dazu. Also man könnte jetzt im Wilhelm unterstellen, okay, da weiß man sofort, der Wilhelm lügt. Wilhelm hat erzählt vom Mikrofon. Der Mann sagt jetzt, das war kein Mikrofon. Ganz ehrlich, das habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist halt, eine Wahrnehmungssache. Ne? Also ob man das jetzt weiß oder nicht. Ich glaube, dadurch, dass man auf der Bühne steht, hat man immer meistens die Wahrnehmung, dass jemand ein Mikrofon hat, weil man ja selber oft, also ich als Sänger, am Mikrofon stehe und dann da reinrede. Und dann gehe ich meistens davon aus, dass da auch ein Mikrofon mit dabei ist. Genau. Gut, das war jetzt mal so ein kleiner Rückblick. Also wir hatten jetzt diesen Vorfall, wo der Bruder dann ins Zelt kam. Und jetzt haben wir quasi Wilhelms Ansicht und dann haben wir aber auch den Veranstalter seine Ansicht, der ja sagt, es war nicht überzeugend. Ich enthalte mich meiner Meinung. Ihr wisst, ich bin befangen. Das will ich auch nochmal sagen. Bitte, wenn ihr dieses Gespräch anhört, es ist ein Freund von mir und ich versuche ihm so kritisch mir möglich gegenüberzustehen. Aber es sind natürlich auch noch Gefühle da.
die sagen, hey, das ist ein Freund, das ist jetzt nicht einfach irgendwen, den ich als dritte Partei quasi beobachte oder befrage oder sonst irgendwas. Okay, dann lass uns mal loslegen, oder? Nicht, dass ich jetzt mich hier noch verquatsch. Also, das war der Rückblick. Ich schaue, dass ich für nächste Woche noch was bekomme. Also passt gut auf, was diese Woche gesagt wird und dann beziehe ich mich darauf nächste Woche. Ansonsten wünsche ich euch Gottes reichen Segen. Bitte klagt keine Leute an, bitte cancelt keine Leute. Mir ist das letzte Woche passiert. Ich bin gecancelt worden, ohne hinterfragt worden zu sein. Und das machen wir jetzt mit Wilhelm Bunz. Hinterfragt worden zu sein, wie ich einen Satz meine. Und ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Also, ja, gut. Deswegen bitte seid kritisch, aber seid auch offen dafür, eure Meinung zu verändern, beziehungsweise nicht alles so zu nehmen, wie ihr es wahrnehmt, sondern prüft es einfach. Wilhelm sagt immer, geht ins Gebet. Finde ich gut. Muss aber auch sagen, man muss aber auch Sachen, glaube ich, objektiv sehen und Gott gibt einem da auch ein Auge dafür, beziehungsweise bewegt er das Herz. Also, seid gesegnet, viel Spaß bei Die Macht der Worte in der Ausgabe 187. Die Macht der Worte. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Ist ja eigentlich eins der Lieblingslieder, lieber Tim, Lobpreislieder von Nähmaschinenherstellern. Ah, ja, ja, sehr, 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 sehr gut. Ja, ja. Wir waren damals auf dem Willow Creek Kongress, ich glaube, das war 2010, 2011. Und da wurde das gesungen und so in Deutschland auch vorgestellt ein bisschen, habe ich den Eindruck gehabt. Mhm. Und danach haben wir das bei uns in der Kirche und im CV hat immer jede Woche gesungen. Das war so ein All-Time-Favorite. Ich meine, das ist von Lothar Koch. Hast du das, ist es da drinnen? Ja, es ist ein Feier, nicht, dass wir, ja. Also weil das ist jetzt blöde halt, wenn wir jetzt über Leute lästern, die schon bei mir beim Podcast waren und die ich sympathisch finde. Ja, Lothar Kosse. Ja. Ja. Ah, naja, gut, Lothar. Lothar war schon, du, was händest denn dir gedacht, Lothar? Nein. Aber Tim, was hat's mit dem Lied auf sich? Ja, ich habe gerade gesagt, ich habe ein Singverbot gegeben. Spaß. Die Frage, die ich mir gestellt habe vor einiger Zeit, ist es tatsächlich möglich, näher zu Gott zu kommen? Mhm. Und es ist ja so eine Frage, die wir als Christen, also ich finde, es ist so ein Wortspiel irgendwie, das wir als Christen sehr oft benutzen. Also mhm. vor kurzem hatten wir Bibelschulstudenten hier bei uns in der Gemeinde und alle sagen sie im Prinzip, hey, in Cape Henry, in der Bibelschule, da bin ich Gott näher gekommen, also da bin ich näher zu Gott gekommen, so irgendwie. Und ich glaube, dass es tatsächlich kein biblisches Prinzip ist und dass es eben nicht in der Bibel vorkommt. Ich habe da mir mal die Mühe gemacht. Im Griechischen gibt es ein Wort, Engus heißt das, Engus, also wie ein Angus-Steak so ungefähr, nur mit E, Engus. Und das ist tatsächlich das Wort von nahe oder näher, also die Steigerungsform ist dann näher. Und das Wort gibt es tatsächlich und es wird benutzt, aber sehr, sehr selten. Mhm. Zum Beispiel wird es benutzt in Epheser 2, Vers 13, da heißt es, wir sind nahe gebracht worden durch das Blut. Also wir sind Gott nahe gebracht worden. Mhm. Das heißt, es ist was passiert ist. Wir sind ihm nahe gebracht worden. So. Und jetzt sagen wir immer, wir wollen näher zu Gott. Wir wollen näher hin zu ihm. Mhm. Und näher ist auch einmal benutzt tatsächlich, die Steigerungsform von nahe. Mhm. In Römer 13, Vers 11, da heißt es, ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt, es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf auszuwachen, denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Okay. Da redet es natürlich von einer zeitlichen Nähe. Mhm. Also es ist zeitlich näher als das, was wir glauben. Ich hätte noch einen Bibelvers, außer du hast noch einen. Ja, nee, schieß mal los. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Krass. Okay, den habe ich jetzt aber mal außenstand rausgeflankt. Der steht wo? Der steht... Jakobus 4 natürlich. Jakobus 4, ja. Also Jakobus 4 ist tatsächlich eine kontroverse Bibelstelle, die ganz interessant ist, wenn man sich die mal anguckt. Und zwar ist da ein bisschen die Frage, mit wem redet redet Jakobus genau? Und da scheint er gerade im Kapitel 4 auch hin und her zu wechseln zwischen eben Christen und Nichtchristen. Also zum Beispiel in Vers 11 dann, also dein Vers, den du zitierst,
das suche den Herr Gottes, dann wird euch nah sein, ist Vers 8. Vers 11, da heißt es, redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Also da scheint er wieder zu wechseln, so mit wem redet er. Mhm. Weil in Vers 8 sagt er, sucht die Nähe Gottes und so weiter, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Also er geht da hin und her zwischen, er redet über die Sünder und eben die, wie werden Christen genannt, die in Christus sind oder auch die Geschwister oder auch die Heiligen. Ja. Genau. Und deshalb würde ich sagen, dieser Vers 8 bezieht sich auf Menschen, die nicht in Christus sind und so eben noch fern sind von Christus. Krass, wie man das schön reden kann. Nein, nee, aber also tatsächlich ist es eine der Textstellen, die eben debattiert ist, mit wem wird da jetzt genau geredet? Also an wen richtet sich diese Stelle? Mhm. Okay. Was natürlich einen großen Unterschied macht. Also wendet sie sich an Christen oder nicht Christen? Ja. Genau. Genau, meine Meinung ist, dass dieser Vers sich eben an Nichtchristen, an die, wo die Neue Testamente auch Sünder nennen, an die in Adam sind, auch wenn wir uns wieder dahin zurückkehren. Genau. Ich bin überzeugt davon, dass wir Gott, wenn wir in Christus sind, dass wir Gott nicht mehr näher kommen können. Also wir sind fern von Gott, ja, das ist richtig, wie diese Sünder hier in diesem Text auch fern von Gott sind. Mhm. Und dann kommen wir in Christus rein. Das ist was Lokales, wie ich auch schon gesagt habe, lokal. Und dann geht eben nicht mehr näher. Wenn du in Christus bist, dann geht näher nicht mehr. Ich finde es auch interessant, dieses in jemand zu sein, wie wir in Christus sind, ist auch sowas unglaublich Intimes. Also in, wenn wir sagen, ich bin in einer anderen Person, ist es ja immer super, super intim. Also ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, es gibt drei Wege, wie man in einer anderen Person sein kann. Also das erste ist Sex, wo jetzt wahrscheinlich die meisten drüber nachgedacht haben. Steve, du auch, sei einfach mal ehrlich. also Sex, um Leben zu schaffen, so kann man in einer anderen Person sein. Ja. Das zweite ist in der Schwangerschaft. Stimmt. Also das Kind ist in der Mutter, um Leben, also nicht um Leben zu schaffen, sondern um Leben auszutragen. Wird ein Kind in seinem im Bauch jetzt sagen, ich will näher bei meiner Mama sein? Also genau. Und das Dritte ist, wenn man in jemand sein kann, ein Arzt in der OP, wenn der jetzt in dir rumarbeitet, ja, also ums Leben zu erhalten, also Leben zu schaffen, Leben auszutragen, Leben zu erhalten. Aber in allen kann man sagen, in ist so das Naheste, was möglich ist, so das Intimste, was eigentlich sein kann. Und genauso glaube ich eben, dass dieses in Christus zu sein, auch lokal in ihm zu sein, ist das Naheste, wie es nur irgendwie geht. Und deshalb bin ich so ein Gegner davon, immer auf diese Nähe rausgehen zu wollen. Immer sage ich muss näher zu Gott kommen, weil ich immer wieder sagen will, ey, es geht nicht näher. Also du bist so intim und nah in ihm. Deismann hat es mal interessant gesagt, Theologe, über den wir uns schon unterhalten haben vor ein paar Wochen. Mhm. Adolf mit Vornamen. Adolf, genau. Ja, ja. Hast du mir gemerkt. Der sagt, man kann sich das so vorstellen wie, wir sind in der Luft, die wir atmen. Die Luft ist überall und wir können nicht näher an die Luft kommen. Mhm. Wir sind in der Luft. Oder er sagt, es ist wie Fische, die im Wasser schwimmen. Ja. Fische sind im Wasser, genauso wie wir in Christus sind. Es geht nicht näher ans Wasser hin. Mhm. Oder der Boden, ein Baum ist im Boden. Oder also es geht nicht näher hin, genau. Und ich finde es eigentlich eine unglaublich schöne Einstellung zu Jesus hin, dass wir einfach so nah an ihm sind und so intim in ihm sind, dass es näher einfach nicht gehen kann. Näher als alles, was wir uns irgendwie vorstellen können. Genau, also das finde ich unglaublich schön und deshalb finde ich, sollten wir als Christen wegbleiben von dem, also wie gesagt, ein Sünder, der kann näher zu Gott kommen, wenn er in Christus kommt, ja. Mhm. Aber wenn wir in Christus sind, dann sind wir in Christus und dann geht es eben nicht mehr näher. Ja. Warum benutzen wir das trotzdem? Manchmal fühlt man sich fern, verstehe ich. Dann sagen wir immer, wir sind wieder zu Gott zurückgekommen oder wie auch immer. Mhm. Da will ich einfach nur sagen, Christus war immer da. Also du musst nicht zu ihm zurückkommen, weil er war die ganze Zeit auch da. Ja. Natürlich kannst du dich ihm wieder zuwenden. Das ist jetzt was anderes. Also wir können im gleichen Raum sein und zusammen sein, aber ich kann abgewendet sein von dir. Ja, verstehe ich, ist richtig. Aber du warst trotzdem immer da. Du bist jetzt nicht aus dem Raum rausgegangen oder sowas. Ja. Genau. Ein anderer Grund, warum wir das benutzen, mit dem näher zu kommen, ist, wir sagen ja auch,
Wenn du jetzt auf ein Date gehst, als du das erste Mal mit Elite auf Date warst, wie war euer erstes Date? Was habt ihr gemacht eigentlich? 4 Stunden Spaziergang. Ah, nicht schlecht. Ja. Okay. Das erste Date, auf das ich die Christin, wir sind in ein Restaurant gelaufen, von in Capernaum in England, wo wir uns kennengelernt haben. Und es hat geregnet, genieselt und wollte sie halt schön auf ein Valentine's Day Date einladen. Okay. Okay. Beim ersten Date gleich? Ja, ja. Ja, oder ja, eins unserer ersten Dates, ja. Und ja, und hat es eben geregnet und sie wollte eigentlich ein Taxi dann holen. Und ich habe gesagt, nee, machen wir nicht, sparen wir uns das Geld. Romantisch. Genau, genau. Ich habe eine Jacke dabei. Ein guter Schwabe hat es dann so, und dann sind wir halt im Regen gelaufen. So. Sie hat mich trotzdem geheiratet. Genau, aber wenn wir bei Dates sind, dann sagen wir ja, das ist so eine deutsche Redewendung, ich bin ihr heute näher gekommen. Das bedeutet ja nicht, dass ich näher zu ihr hingekommen bin. Ja. Von dem her, wenn wir das so benutzen und sagen, ja, ich bin Gott näher gekommen, okay, im Sinne von, ich habe ihn näher kennengelernt, ich habe mich ein bisschen mehr in ihn verliebt, wie auch immer. Du kannst Gott näher kommen in diesem Sinne, aber du kannst nicht näher zu Gott kommen. Also unsere Einleitung dann mit dem Lothar Kosse, seinem Lied, ja, könnte man es eigentlich trotzdem singen? Du könntest singen, wenn du das so singst, im Sinne von, ich komme nicht näher zu ihm, sondern ich komme ihm näher, also ich lerne ihn besser kennen, ja. Aber ich mag das nicht singen in meiner Gemeinde, weil ich dem einfach vorbeugen will. Ich glaube, viele Christen verstehen diese Art von Lieder und diese Metaphorik eben falsch und glauben, sie können tatsächlich distant von Gott gehen. Oder wieder von Gott getrennt werden. So. Ja. Und ich will da eben immer nur sagen, nein, du bist in Gott, du bist in Christus und Christus ist in dir. Aber näher geht nicht. Könnte man das nicht einleiten mit dem Lied, dass man das sagt? Also wir singen jetzt näher, aber das ist gar nicht so. Du kannst immer falsche Lobpreislieder singen und dabei sagen, hey, übrigens, was wir gerade gesungen haben, ist alles genau. Ja, ja. Also ich würde sagen, lasst uns doch lieber als Christen nicht das Wort näher benutzen, sondern lasst uns das Wort benutzen bewusster, also I'm more aware of your presence zum Beispiel. Ich bin bewusster, dass deine Liebe da ist. Wir können auch sagen, vielleicht durchdrängter. Das ist jetzt so ein bisher ätzendes Wort, aber oder ich kann seine Gegenwart mehr spüren oder ich kann die Erlösung konkreter erfahren oder ich kann mich immer mehr geborgen wissen oder ich kann Jesus immer mehr wirken lassen. Oder, also es gibt schon Sachen, wie man das ausdrücken kann. Genau, ich mag da nochmal kurz Johannes Calvin zitieren. Der sagt, solange Christus außer uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil der Menschheit erlitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und gar ohne jeden Belang. Solange Christus außer uns bleibt und wir von ihm getrennt sind. Also nochmal sagen, Christus ist nicht außer uns. Wenn wir Christen sind, sind wir in Christus. Und dann sind wir auch nicht drin und draußen, drin und draußen, drin und draußen, sondern dann sind wir einfach in Christus und in ihm eine neue Schöpfung. Und so geht dann also einfach kein näher. Ja, und auch die Löcher im Eimer heißt nicht, dass Jesus rausfließt aus uns. Also wenn wir irgendwie Löcher im Charakter haben oder sonst was, heißt es nicht, dass Jesus da rauskommt. Ja. Gut, Tim, wir sind durch, oder? Ja, sind wir ausgeschafft. Du schaust mal fertig aus. Du. Hast mich kaputt gemacht heute. Ja. Aber das wollte ich mal sagen, ich fand das lustig. Ich habe das jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt, wie ich dem Tim da diesen Jakobus 4 vorgeworfen habe. Das ist das, was ich manchmal vermisse bei Predigten. Ich weiß nicht, das hast du schon gepredigt wahrscheinlich, das Thema. Ja. Kam nie jemand auf die Idee mit dem Naht euch Gott vorher? Also ich kriege natürlich viele Rückmeldungen zu meinen Predigten. Ja, ja. Scheiße. Ja, ja. Nee, aber tatsächlich, also es gibt als Prediger, sage ich das mal, es gibt die Art von Feedback, wo einfach nur irgendwie destruktiv ist. Da wollen Leute sagen, ich habe aber eine andere Meinung. So. Und es gibt die Art von Feedback, die echt hilfreich ist, wo Leute sagen, Mensch, was ist denn mit dem Vers jetzt? Ich habe gerade erst, bevor du gekommen bist jetzt und wir hier aufgenommen haben, habe ich eine E-Mail gekriegt, die echt hilfreich für mich war, die einfach gesagt hat, Mensch, du hast eine Lehre über die Rechtfertigung und mit der hängt irgendwie eine Lehre über die Erwählung mit zusammen. Also kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, wie kann das, also so. Und es regt mich dann zum Denken an, das ist gut. Also genauso soll es ja eigentlich sein, weil ich habe ne, die Weisheit mit den Löffeln gefressen und ich bin auch ein Lernender. Das ist übrigens, nochmal als Prediger, das ist das, was mir so schwer fällt. Wir sollen über Gott reden, wir können aber nicht über Gott reden. Also ich denke das jedes Mal, ich,
ich schäme mich eigentlich fast jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich denke dann immer, boah, ich weiß genau, was ich heute sage, werde ich in 10 Jahren wahrscheinlich denken, was habe ich denn da gesagt? So. Mhm. Und also es ist ja auch bei Luther zum Beispiel, da sagt man, es gibt einen frühen Luther und einen späten Luther. Mhm. Und die haben teilweise andere Theologien. Mhm. Karl Barth hat einen Brief über den, hat einen Kommentar über den Römerbrief geschrieben und danach nochmal einen neuen, weil, mhm, also viele Jahre später. Also so, ich habe mir jetzt vorgenommen, demnächst mal über den Römerbrief zu predigen, aber ich traue mich nicht, weil so dieses, ich werde da was sagen, was dann einfach, aber irgendwo ist ein Wachstumsprozess, oder? Klar. Ja, wie alles. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich finde es cool, darum mag ich diesen Podcast, dass man Leute in ihren Predigten was fragen kann. Yes. Gut, Tim, dürfen wir eigentlich deinen privaten Instagram-Account wissen oder ist das privat? Nee, das ist sehr öffentlich. Ich will doch ja Influencer werden und so, da muss ich öffentlich sein. Wenn du willst, kannst du es sagen. Tim.sauter, Tim.sauter. Ihr dürft also eure E-Mails direkt zu mir schicken und nicht erst zu Steve. Und nicht vergessen, die FEG Herzog, wo der Tim Pastor ist, hat auch einen Podcast. Ansonsten vielen Dank für dieses Gespräch, Tim. Ja, sehr gerne, hat Freude gemacht, gerne wieder. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Michi, gute Neuigkeiten. Schön. Good news. Wir haben ja die Hoffnung, dass... Für das, alle. Die haben wir auch. Aber die Hoffnung, dass... Wie habe ich es heute gelesen? Ich lese gerade ein Buch, Das Leben nach dem Tod von irgendeinem Theologen. Sehr interessant. Aber der sagt, dass... Ich weiß jetzt gar nicht. Dieses Leben hier... Keine Ahnung, nur Vorbereitung ist das Nächste. Irgendwie sowas, ja? Also schöner ausgedrückt. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir werden ja einen neuen Leib bekommen. Ja. Da werden meine 65 Kilo, die ich jetzt habe, nicht mehr ins Gewicht fallen, sage ich ja mal. Also du meinst die zu viel, die 65. Oh. Also bitte. Also nein, wir reden ja... Nein, stimmt nicht. Ja, aber was meinst du, wie der Auferstehungsleib ausschauen wird? Also für die, die es nicht wissen, was der Auferstehungsleib ist, wir glauben ja quasi ans Leben nach dem Tod. Und dann werden wir neue Leiber bekommen. Genau, neue Leiber. Nicht wahr? Ja, also gut. Also ich hoffe ja, dass sich schon was an mir verändert, aber nicht meine Ohren. Die Weil das habe ich mir kürzlich überlegt, das einzig Schönste an mir sind echt meine Ohren. Echt? Doch, schau mal, die sind nicht zu klein, zu groß, die sind, also... Aber die wachsen ja noch. Also, ja, das ist, die wachsen immer weiter. Ja. Deswegen muss ich, die hätte ich die jetzt von jetzt, okay, nicht von in 50 Jahren. Was meinst du, wo der Marker liegt? Also ab wann ist unser Auferstehungsleib, ist er jetzt in deinem Alter? Du bist ja knappe 42 erst, ungefähr. Ich denke ja alle, es wird bei allen bei 33 sein, weil doch da Jesus gestorben und auferstanden ist. Okay, also das Amen ist doch der dazu. Beweis. Amen, das ist theologisch mal kurz, wie habe ich da ausgeschaut? 33. 33? Ja, geht schon. Also bei mir wäre es so 22, glaube ich, besser. Ah. Oder vielleicht 30? Vielleicht, na, ich weiß nicht, lieber 22, da wo ich in der Bibelschule war. 22 habe ich auch schöne Fotos von mir. Ja, da wo du Leute taufst. War ich schon ein bisschen älter vielleicht, aber das war auch so in der, ja, da gibt es tolle Bilder. Da schaue ich ein bisschen, also. Wie der Adonis. Schlank wie Jesus. Aber was meinst du? Meinst du, wir sind dann im Himmel nackig alle? Das ist ja dann, das wäre ja peinlich. Naja, ja. Ja, ich also nackig mal ausschauen wie 22, das will ich nicht. Aber wenn man... Du musst nicht immer nur über dich nachdenken, auch über andere. Also. Aber naja. Ich habe diese gute Frage, ne? Weil im wir sind nackig. Echt? Ach du meine Güte. Weil im Garten Eden waren die doch auch nackig vom Sündenfall. Und ist nicht im Himmel ein wenig so wie vorm Sündenfall wieder, damit sich der Kreis schließt? Darum waren die damals so fröhlich, ja, im Garten Eden, die haben ja immer gelacht, die haben sich gegenseitig ein wenig. Alle zwei. Ausgelacht. Nein, aber dann, als der Sündenfall war, da haben sie doch gemerkt, dass sie nackig sind. Ja. Und dann haben sie doch Fell bekommen oder so Zeug. Mhm. Klamotten halt. Ja. Und ich schätze fast, dass das im Himmel wieder so ist. Das
ist interessant. Da. Aber ich denke, nach 2.000, 3.000 Jahren Eingewöhnungszeit merkt man das gar nicht mehr so. Aber das, stell dir mal vor, du siehst deinen Pastor da nackig mal. Ja, ich weiß auch. Ist dann, aber jetzt pass mal auf, ist dann so FKK von Gott? Freie Kirchenkultur. Freie Kirchenkultur. Also, das eröffnet ja ganz neue Horizonte. Ja, aber schauen wir mal da mal, ne? Aber das wäre, oder meinst du, wir kriegen so ein, hier, sag's mir, so, Lorbeerblatt. Lorbeerblatt, das ist ja griechisch. Lorbeerblatt, oder? Weiß ich nicht. Sondern eher so Feigenblatt. Feigenblatt? Mir ist klar was sage ich jetzt lieber nicht. Aber oder darüber, über die wichtigen Dinge, schweigt die Bibel wieder. Ja, das Mensch. Muss sich einfach auch jeden Tag den Kopf drüber zerbricht. Wie unser Auferstehungsglaube. Wie ist es dann, was meinst, in dem Buch, das ich lese, über Tode? Ja, vielleicht kommt es da noch. Stimmt, vielleicht kommt es noch. Aber die sagen auch, es gibt quasi neben den fünf Sinnen, gibt es noch halt die übernatürlichen Sinne. Und das erzählt dann von Geschichten, dass Leute, tote Leute, anderen begegnet sind, was jetzt nicht so dämonisch oder sowas ist, sondern halt einfach irgendwie christlich, im christlichen Zusammenhang, Kontext. Ja, wie es halt so ist. Meinst du, man begegnet dann die Leute nackig? Wenn man jetzt sagt, wenn jetzt da Jesus kurz oder der Petrus mir auf die Schulter schlägt und sagt, Steve, pass mal auf, dein Urenkel, das würde ich kurz einmal sehen. Da steht man hinterm Schrank oder sitzt am Tisch, dass man nur die Brust frei sieht. Bei Männern. Ich denke, so der Himmels-Petrus, der hat halt so einen Schalter, so, wo halt nur so ein kleiner Ausschnitt ist, wo sein Kopf rausschaut. So wie ein Fernseher. So wie so ein Fernseher, so, ja genau. Wie so früher gab es auch Schalter bei der Bahn auch so. Ach stimmt. Sowas habe ich jetzt gedacht. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. Wir reden über Depression und Revolution. Also dieses Beziehungsding ist ja auch zwischenmenschlich, beziehungsweise auch so ein bisschen mit sich selber. Darum dachte ich mir, passt ganz gut da rein eigentlich, diese Depression. Und natürlich auch, dass man seine Mitmenschen ein bisschen besser versteht, die vielleicht gerade in Depression leben und Depression haben, so wie du das hast, Sarah. Ja, auf jeden Fall. Genau, wir sind jetzt schon bei der professionellen Hilfe, die du, wenn du es 2017 festgestellt hast, sagen wir mal 2018 ungefähr, warst du so in der Tagesklinik? Ja, ja, genau. Jetzt sind wir ja alle Christen und ich habe das schon mal anklingen lassen, dass das einem Christen passiert, ist ja eine Schande. Nein, Spaß. Aber du hast auch schon anklingen lassen, dass du Gott manchmal schon Vorwürfe gemacht hast, beziehungsweise mit ihm gestritten hast. Wie sah das denn aus? Also ganz konkret, also um mal kurz chronologisch zu bleiben, nach der Tagesklinik bin ich dann weitergeleitet worden von den Ärzten noch in eine vollstationäre Klinik, wo ich Tag und Nacht dann halt war. Und da war ich wirklich 24/7 mit meinen Gedanken, mit meiner Krankheit konfrontiert und fing dann eben auch an, also ich habe nach wie vor die Bibel gelesen, aber ich fing dann an, das Ganze als Spott wahrzunehmen. Also von wegen, fürchte dich nicht, dann war das eher so, ja Gott, wieso, also das ist ja Quatsch, also ich kann mich ja jetzt nur fürchten, wenn sich das so krass anfühlt gerade. Mhm. Und habe dann wirklich mit Gott gerungen und ihm war dann auch ganz klar und habe dann auch nicht mehr diese falsche Scheu gehabt von wegen, nee, also mit Gott muss ich immer heilig und lieb reden, sondern habe dann wirklich gesagt, ich finde das hier alles echt mies und was soll das und warum lässt du das alles zu? Warum lässt du mich am Leben vor allem auch, wenn es mir so schlecht geht? Und habe irgendwann gesagt, okay, wenn dir wirklich was an mir liegt, dann zieh mich zurück zu dir, aber ich höre jetzt auf. Und habe dann meine Bibel zugeschlagen und an die Wand geschlagen und habe dann erstmal eine ganze Weile mich da nicht mehr groß mit befasst. Mhm. Und nach hat er mich dann wieder zu sich gezogen auf ganz wundersame Art und Weise.
Kannst du da so eine wundersame Art und Weise erzählen? Ja, ich hoffe, das fällt jetzt noch nicht unter Kategorie Werbung, aber ich habe irgendwann, also wir mussten dann immer zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett und ich hatte mein Tablet dabei und habe dann bei YouTube eine Predigt gesehen von Johannes Hartel, Wenn die Seele weint. Und das war, also diese Predigt habe ich aufgesogen und niedergeschrieben und analysiert und das war, hat für mich mein ganzes Denken Gott gegenüber verändert und hat mir Hoffnung gegeben, weil der Johannes Hartel hat auch gesagt, dass die Seele eben auch eine Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen, was natürlich wiederum Gott eingegeben ist. Und ja, dadurch habe ich neue Hoffnungen schöpfen können und habe dann erstmals wieder angefangen, in meiner Bibel zu lesen, die dann nicht mehr ganz so heil war zu dem Zeitpunkt. Okay, das heißt aber, du hast zwar die Bibel zugeschlagen, aber jetzt, wenn du gesagt hast, Johannes Hartel auf YouTube angeschaut, dann hast du ja auch irgendwie danach gesucht, oder? Also dieser Kontakt zu Gott war dann nicht mehr gegeben durch die Bibel, sondern durch YouTube. Ja, also es gibt ja diese wunderbaren Algorithmen und da wurde mir das einfach vorgeschlagen. Also okay. YouTube habe ich einfach geöffnet, weil man das halt so öffnet und da wurde mir das vorgeschlagen. Und da habe ich dann drauf geklickt, weil dieser Titel, wenn die Seele weint, dann das waren für mich genau die richtigen Worte, weil ich beschreibe Depressionen gern wie die Seele ist gebrochen. Also es fühlt sich an nicht wie ein Armbruch, sondern wie ein Seelenbruch. Mhm. Das jetzt mal so ein bisschen zu vergleichen. Und das passte da irgendwie wortmäßig echt gut. Okay. Da du ja bei Solo und Co. bist, in der Ehe muss man fair streiten, ne? Und du hast ja gesagt, du hast mit Gott auch gestritten. Wie schaut ein fair Streit mit Gott aus? Also ist fair dann mit Gott, weil er alles ertragen kann, so echt wie möglich? Oder wie schaut das für dich aus? Ja, so echt wie möglich, so transparent wie möglich, weil Gott weiß sowieso alles. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt irgendwelche Vorwürfe zurückhalte, weiß er das eh und er möchte lieber, dass ich das ausspreche. Und was ich nicht gemacht habe und wo wirklich für mich eine Grenze ist, ist Gott zu beleidigen. Das geht nicht, aber da habe ich innerlich auch gar nicht so sehr das Bedürfnis. Also das war für mich nie ein Gott ist, weiß ich nicht was, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern für mich war immer klar, es gibt Gott und ich kann mich entscheiden, ob ich mit ihm gehe oder nicht, aber Gott ist da. Also es gibt ihn einfach. Mhm. So wie wenn ich mich mit meiner Mutter streite, dann heißt es ja nicht, dass es meine Mutter plötzlich nicht mehr gibt, sondern dann sind wir gerade völlig unterschiedlich unterwegs und gleichzeitig beleidige ich meine Mutter dabei aber nicht. Mhm. Wenn alles richtig gelaufen ist in der Beziehung. Okay, so gut. Was ich mich jetzt ein bisschen frage, ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast, 2017 hast du es festgestellt, das heißt, was hast du gesagt, 28 bist du? Ich bin 28, ja. Das heißt, hier Mathematik, 7 Jahre, warst du 21 oder sowas? Ja. Vielleicht gerade in der Ausbildung oder irgendwas. Wie war denn das mit dem Job? Weil wenn du ja in dieser Tagesklinik bist und dann ja noch stationär irgendwo, dann kannst du ja nicht mehr arbeiten. Richtig. Auf den Punkt. Wie hatte das denn deinen Job aufgenommen? Also, oder hast du gekündigt und hast gesagt, pass auf, Leute, im Moment macht es gar keinen Sinn zu arbeiten? Nee, das war eine schwierige Situation damals, weil ich es ja selbst noch nicht ganz begriffen habe. Ich war krankgeschrieben, einfach aus dem Grund heraus, dass ich nicht aus dem Haus gehen konnte. Mhm. Und ich hatte halt diese enormen Rückenschmerzen, die letztendlich auch dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel ein Wirbel rausgedrückt wurde. Also es waren wirklich körperliche Symptome von diesen Depressionen. Mhm. Und dementsprechend konnte ich meine Krankschreibung meinen Kollegen gegenüber ganz simpel mit körperlichen, handfesten Dingen
rechtfertigen, in Anführungszeichen, man muss eine Krankschreibung nicht rechtfertigen. Mhm. Aber ich hatte mit denen immer ein gutes Verhältnis und wollte das einfach gerne so gut wie möglich auch erzählen. Und da wusste ich aber noch nicht, dass ich was Psychisches habe. Und die Krankschreibung ging immer länger und immer länger. Und ja, also das Thema kam dann auf der Arbeit gar nicht mehr groß hoch, weil ich mit denen dann ja auch keinen Kontakt mehr hatte, dadurch, dass ich krankgeschrieben war. Ja. Und dann Ende des Jahres, war es jetzt 2017 oder 18, weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf, habe ich dann gekündigt, aber habe da dann eben auch ganz, ganz ehrlich mit meinem Chef gesprochen und gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Und ich hatte hier sowas wie einen Nervenzusammenbruch und das funktioniert so nicht mehr. Ich muss mich ganz neu orientieren. Und das wurde erstaunlich gut aufgenommen. Also ich habe zwar für mich immer so diese Haltung gehabt, nee, bloß nichts erzählen und Depression, ganz gruseliges Wort. Aber wenn man das erstmal erzählt, dass die Menschen nehmen das wirklich so, so lieb auf. Und ich habe immer nur Hilfsangebote und immer nur ganz viel Liebe bekommen in der Zeit. Okay. Sehr schön. Ja, kann ja sein. Also manche arbeiten, die kündigen ja dann auch irgendwann, wenn jemand zu lange krank ist, ne? Sagen die dann, weißt du was, bleib einfach weg. Und es kann ja sein, dass das quasi nochmal die Depression mit anschürt oder so, keine Ahnung. Ja, also ich hatte eher so ein Schuldgefühl die ganze Zeit. Mhm. Also, bei mir hat es das eher verstärkt, dass ich gebunden war im Job. Sozusagen. Also die haben mir alle Zeit der Welt gegeben, die waren wirklich ganz lieb, aber mich selbst hat das wahnsinnig gestresst. Und dann eben immer diese Verlängerung der Krankschreibung und ich selbst wusste nicht, wann hört das jetzt überhaupt auf. Und ich hatte in der Klinik, und das haben wirklich viele Kliniken, so einen Sozialpädagogen oder ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, Sozialarbeiter, weiß ich nicht, die hat dann ist mit mir die nächsten Schritte durchgegangen, wie mein Leben nach der Therapie aussehen kann, nach den Klinikaufenthalten. Und da war einfach ganz klar auch die Kündigung mit drauf. Und dann haben wir uns das angeguckt, wie ich das am sinnvollsten oder am schlauesten rüberbringen kann. Und ja, dann habe ich mich zu diesem Schritt Kündigung durchgerungen. Und das jetzt so im Nachgang kann ich sagen, das waren tolles Kapitel, dieser Job, aber es war jetzt auch richtig, dass ich dann eine andere Richtung eingeschlagen habe. Darf man wissen, was das für ein Job war, den du gemacht hast? Ich war zu dem Zeitpunkt im Produktmanagement bei einem Hörgeräteakustiker. Ah, cool. Okay, also unterstützt wen auch immer. Oh, Hauptsache Hörgeräteakustiker. Genau. Hörgeräteakustiker sind wichtig und richtig. Genau. Richtig. Dann warst du ja in diesem stationär warst du ja dann, ne? Ja. Wo wir stehen geblieben sind. Wie war das denn? Also ich stelle mir das ein bisschen so vor, bitte fühle dich nicht angegriffen, dass wenn ich jetzt Depressionen hätte und dann eine Tagesklinik, okay, da gehe ich am Tag hin, dann komme ich wieder heim, kann mich keiner stressen, ist ein bisschen so wie Reha oder sowas. Aber wenn man dann so eingeliefert ist, wie war dann dein Gefühl so? Dachtest du, jetzt bin ich in der Klapse? Gar nicht so sehr. Also es war sogar eher unterstützend. Also ich habe mich da wohler gefühlt als zu dem Zeitpunkt zu Hause. Mhm. Weil ich wusste, also das Problem war ja unter anderem, dass ich dann so einen Kontrollverlust hatte, dass ich meinen Körper nicht unter Kontrolle hatte, dass ich diese Schmerzen hatte, diese Panikattacken, die immer wieder kommen und die mir meinen Schlaf rauben und die Depressionen, die mich in den Abgrund zieht. Und da wusste ich, ich kann Tag und Nacht ins Pflegezimmer gehen und die sprechen da mit mir oder geben mir einen beruhigenden Tee oder so. Also für mich war das ein Schutzraum. Okay. Mhm. Musstest du auch Tabletten nehmen oder sowas? Ja. Ja, also das hat mein Hausarzt mir damals schon direkt gegeben. Tabletten, die waren auch harmlos bei der Hochdosierung, sage ich mal. Das ging dann ganz gut. Mhm. Ich wurde im letzten Jahr, jetzt haben wir 2024, also schon im vorletzten Jahr, wurde ich einmal umgestellt auf andere Tabletten,
weil mein Körper sich zu sehr dran gewöhnt hatte und das nicht mehr funktioniert hat, so wie es funktionieren sollte. Und das war echt heftig. Also da bin ich dann nochmal wieder durch so ein Höllental gegangen, wo ich dann auch nochmal wieder sagte, was soll das jetzt? Ich, Gott, ich habe das jetzt einmal durchgemacht, 2017, was soll der Quatsch jetzt? Und da fing dann die Streiterei wieder an. Aber, aber das habe ich jetzt auch ganz gut überwunden. Und das ist jetzt auch seit, seit wann ist das eigentlich durch? Seit 3/4 Jahr ungefähr habe ich da dann auch wieder meinen Frieden mitgeschlossen. Aber ja, die Tabletten, die hatten es dann in sich. Aber da spricht auch jeder unterschiedlich drauf an. Okay, aber das heißt, die vorherigen Tabletten waren einfach für deinen Körper dann irgendwann nicht mehr das, was er gebraucht hat. Also du bist dann wieder von der Stimmung her runtergegangen, oder wie war das? Ja, wie fing das an? Ich habe 5 Jahre lang ganz normal Escitalopram, also kann ich glaube ich so sagen, ohne dass es hier Probleme gibt, habe ich genommen und das war echt gut. Das hat mir damals geholfen, meine Gedanken so von dieser Angstbesessenheit zu befreien, dass ich erstmal wieder klar denken konnte. Mhm. Also ich kann wirklich jedem auch raten, wenn ein Arzt Tabletten gibt, also gerade Antidepressiva, es zu versuchen, weil also die können echt helfen. Die sind Zaubermittel, kann man fast sagen. Aber irgendwann war es halt so, dass mein Körper sich dachte, ja gut, dann verstoffwechseln wir die halt einfach mit, wenn wir die jeden Tag kriegen. Und dann kamen wieder Panikattacken. Und dann, weiß ich noch, da wollte ich mich mit einer Freundin treffen und dann ging das plötzlich einfach gar nicht mehr, weil ich gar nicht richtig aufstehen konnte, ohne wieder in Panik zu verfallen. So, dass ich dann das Treffen abbrechen musste und wusste, okay, irgendwie läuft das hier wieder in eine ganz falsche Richtung. Okay, meine letzte Frage für die Woche. Wäre unser Gespräch möglich gewesen ohne deine heutigen Tabletten? Jein. Ich glaube, dass mir meine heutigen Tabletten den Mut nochmal dazu gegeben haben. Mhm. So, ich bin ja so ein Fangirl seit Tag 1 von dem Podcast. Und ich weiß noch, dass ich damals schon gedacht habe, oh, wie cool, da will ich auch irgendwann mal sitzen. Mhm. Und ein bisschen Schüchternheit war da immer mit bei. Und dann einfach das Leben, was dann so dazwischen gespielt hat. Und hätte ich jetzt nicht noch mal wieder so einen Breakdown gehabt, dann hätte ich vielleicht gar nicht den Mut gehabt, damit jetzt rauszugehen. Also jede Krise beinhaltet Chancen, wie das so schön heißt. Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. Wilhelm, schön, dass du noch da bist. Ja, irgendwie bin ich hier festgeklebt. Ja, gut. Die Macht der Worte und Wilhelm Bunz. Ich glaube, wir haben da schon ein sehr gutes Verhältnis, Podcast und Bibelraucher. Wir reden jetzt über ein anderes Medium zwischen Buch, Podcast, gibt es auch noch YouTube und so weiter. Und da gibt es ein Video, das veröffentlicht wurde von deinem Halbbruder, Stiefbruder, Halbbruder? Dietmar, ja. Und wir haben jetzt da schon die letzten 2 Wochen drüber geredet. Wir reden weiter, wir klappern das so ein bisschen ab. Das heißt, wenn das Video ist ungefähr 13 Minuten lang. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde, einmal eine Viertelstunde für die Beschreibung und eine Viertelstunde, keine Ahnung, für die ersten 2 Minuten, die er da geredet hat. Aber es bleibt spannend und es ist auch jetzt nicht so, dass du irgendwie in eine Richtung schlagen willst, einfach um jemanden zu treffen, sondern einfach sagst, ich will mich da äußern dazu, dass es weg ist, dass ihr wisst, was ich dazu sage, und dann passt es. Und du nimmst auch Medium Audio anstatt Video, weil du die Haare heute nicht gekämmt hast wahrscheinlich, oder? Nee, das liegt daran, weißt du, weil ich kann es den Leuten nicht zumuten. Weißt du, dass man in meinem Alter noch so genial aussieht. Das sind viele so geschockt. Wie macht er das? Ja. Ungeschminkt, weißt du? Ja klar, frage ich mich auch jedes Mal. Okay. Genau, also... Dein Bruder zählt 10 Punkte, versucht 10 Punkte aufzuzählen, er vergisst dabei einen, das macht nichts, wahrscheinlich aufgeregt gewesen oder so. Aber sein erster Punkt ist,
Du schreibst in deinem Buch, glaube ich, dass du ins Wasser geworfen wurdest. Ich weiß jetzt den Zusammenhang nicht mehr, ob es dein Vater war oder deine Mutter. Ich glaube wahrscheinlich dein Vater, weil dein Bruder da deinen Vater verteidigt. Und er sagt, dass das nie der Fall war. Du bist nie nass heimgekommen. Jetzt ganz kurz, nee, ich lass mal dich erst und dann sage ich meine Perspektive. Warum wurdest du nicht ins Wasser geworfen? Oder? Also es ist so. Es ist so. Ich selber bin ja noch zu klein, um das zu wissen. Gell? Mhm. Ich hab dir in der letzten Sendung gesagt, ich habe eine alte Frau kennengelernt, das war die Schwester meiner Mutter. Mhm. Und deren Mann hat mit meinem Vater zusammen gearbeitet bei der Firma Magirus in der Blaubeurer Straße in Ulm. Und der hat mir erzählt, du einmal hast du deinen Vater, da warst du noch ganz klein, da hast dein Vater so genervt und das war so ein Kindersitz aus Blech, bin ich vorne gewesen und wir sind über die Illerbrücke gefahren. Und da hat er so Gnur gehabt und hat mich geschnappt und hat mich gerade drüber geworfen. Aber pass auf, das ging nicht steil runter, sondern das war so ein Abhang, wo es dann zu Iller reingeht. Die Stelle weiß ich nicht, auf jeden Fall, er hat mich geworfen, fertig. Weißt du? Mhm. Und das hat mir der Fritz erzählt. Okay. Und von daher steht im Buch drin, dass mein Vater mich einmal über die Illerbrücke geworfen hat. Fertig. Jetzt meine Frage. Ja. Du bist älter als der Dietmar. Ich bin, wie alt bin ich denn? Ich bin 6 Jahre älter, genau. 6 Jahre? Ja, oder 7, sowas, ja. Also, könnte man, weil dein Bruder zählt dann, ich habe das nie mitbekommen, dass der Willi heimgekommen ist. Hat er noch gar nicht gelebt. Okay, ja, das wollte ich jetzt nur mal fragen, weil das ist ja ein Widerspruch in sich, ne, was da dein Bruder sagt, wenn du 6 Jahre älter bist, hat er schon mal die ersten 6 Jahre von dir verpasst. Er weiß gar nichts von mir. Da hätte dein Vater dich 6 Jahre lang ins Wasser schmeißen können und er hätte es gar nicht gemerkt, dein Bruder. Ja, weißt du, der Dietmar ist 60 geboren. Der weiß nicht, was vorher war. Die Ulrike, die ist die Älteste von der zweiten Ehe, die ist 58 geboren. Die weiß 4 Jahre nichts, was vorher war. Ja. Weißt du, von daher wundere ich mich, dass der Dietmar über diese Zeit redet, obwohl er gar nichts weiß. Ja, okay. Ich denke, seinen zweiten Punkt, den können wir mit deiner ersten Antwort, denke ich, beantworten, weil der zweite Punkt wäre, dass du auch nicht in den Kohlenkeller gesperrt worden bist. Ja, auch das kann ich erzählen, weil ich bin ja so klein gewesen. Pass auf. Nach meiner Entlassung, bin ich ja zuerst nach Nagold gezogen. Und dann war ich 14 Tage, 3 Wochen in Ulm, bis ich dann in Metzingen die Wohnung beziehen konnte. Und ich bin so am Judenhof gelaufen und dann, wie sehe ich aus? Ich muss dringend zum Friseur. Da sehe ich ein Friseurgeschäft, gehe rein. Ja, ich hätte gerne Haare geschnitten, bitte schön. Und der Friseur guckt mich an. Dann sagt er, sag mal, bist du der Helme? Sag ich, ja. Wer sind Sie? Ja, kennst du mich nicht? Wir haben doch in Wieblingen miteinander im Haus gewohnt. Ihr wart in Parterre. Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wenn dich dein Vater in der Kohlekeller gesperrt hat. Denn die Silke, seine Tochter, und die Tochter von die Karin, die haben dir dann immer heimlich Essen gebracht. Also, ja. Von denen weiß ich das. Okay. Ja, gut. Und du warst ja da wahrscheinlich... Kurz, weißt du, was mich so wundert, dass ich so detailliert noch genau weiß, welche Straße, wie die Leute heißen. Weißt du, und das sind alles Zeitzeugen. Ja. Weißt du? Ich habe die im Buch nie erwähnt, die Zeitzeugen, weil das gehört da nicht rein. Ja. Ich habe zum Beispiel im Buch, nur im ersten Band sind einige Originalnamen drin. Ab dem zweiten Band ist jeder Name verfälscht. Okay. Da ist kein einziger Name drin, wo noch irgendwie Bezug genommen werden kann, der sich beleidigt sein könnte. Okay. Und daher wundere ich mich über das Thema. Vielleicht hat er den zweiten Band. Und hat sich gedacht, den kennt er gar nicht. Du, pass auf, wenn das 2019 war, dann war es die dritte Auflage. Und da war schon geändert.
Okay. Okay. Ja, aber das wundert mich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das psychologisch verhält, dass du so detailreich, also ich habe jetzt kurz überlegt, wie meine Nachbarn, doch, die weiß ich noch, wie die hießen, wie ich Kind war. Aber dass du die Namen noch weißt, also ist sehr erstaunlich. Hast du das auch geschrieben? Hat es mit Münchhausen zu tun? Das weiß ich eben nicht. Das Gedächtnis? Das ich war schon immer so. Ja? Schon bei meinen Gerichtsverhandlungen musste ich manche Protokolle korrigieren, weil es nicht stimmt. Okay. Nee, ich habe in der Straße gewohnt und da waren die Nachbarn das und das. Okay. Also das kann ich schon immer. Mhm. Okay. Da habe ich ein gutes Gedächtnis. Ja. Ich habe dich auch gleich wieder erkannt. Ja, das stimmt. Schon viermal jetzt oder fünf. Okay. Der dritte Vorwurf ist, dass deine Schwester eine Brille trägt wegen dir, dass das nicht stimmt. Okay. Dazu kann ich nur eins sagen. Ich habe dir erzählt, dass meine Mutter mir dann vieles erzählt hat von früher, wenn mein Vater nicht reden konnte. Mhm. Und von ihr weiß ich, wie die Ulrike in der Zinnbadewanne auf dem Küchentisch stand. Wie ich sie versucht habe zu ersäufen. Und da hat sie mir gesagt, weißt du, und seither sieht Ulrike schlecht. Okay. Seither sieht sie schlecht. Und deswegen braucht die eine Brille. Also das weiß ich nur von meiner Stiefmutter. Okay, ja, gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das stimmt. Ja, okay. Und ich habe selber zwei kleine Kinder und ich weiß, wie die manchmal sind. Also jetzt, die saufen sich jetzt nicht gegenseitig, aber da kann schon mal sein, dass die mit dem Hintern auf dem Gesicht hockt, die eine bei der anderen. Mhm. Da muss ich oft an dich denken tatsächlich, wenn ich mir denke. Ich habe auch zwei Söhne und da ging es auch oft bis an die Grenzen. Ja. Dann der vierte sind wir erst. Schau ich, wie dein Bruder, strauchel ich schon mit den Zahlen. Dein Vater im Gerichtssaal, der hat dir gesagt, bitte, was bringt ihn um oder sperrt ihn ein oder irgendwie so? Mein Vater war bei Gericht dabei und der Fritz. Mhm. Fritz, der Mann von meiner Tante. Mhm. Ich konnte mich an die Kriegsverhandlung nicht mehr viel erinnern. Ich habe nichts gesagt und ich habe mich in mich abgeschlossen gehabt. Und der Fritz hat erzählt, weißt du, und für mich war das so ein Schock, hat er gesagt. Wie dein Vater sagt, führe doch die Todesstrafe ein. Okay. Und vollzieht sie an meinem Sohn. Der war so verzweifelt, dein Vater. Und er war so geschockt. Also habe ich das so weitergegeben. Okay. Gut, weil dein Bruder war ja wahrscheinlich nicht mit bei der Gerichtsverhandlung, oder? Du, mein Bruder hat mich sogar einmal im Gefängnis besucht, dieser Nelly. Das erwähnt er auch im Video. Echt? Ja, Heim, Gefängnis und... Du, der hat mich einmal besucht, tatsächlich in U-Haft. Ja. Wie war denn das? Da auf einmal heißt, du hast Besuch und dann sitzt der Dietmar im Besuchszimmer drin. Ich habe mich gefreut. Ja. Die erste Frage war, hast du Zigaretten mitgebracht? Er sagte, nee, wenn du Zigarette willst, kaufst du welche. Daran erinnere ich mich noch. Okay. Er war einmal im Gefängnis, hat er mich besucht. Ja, aber du hast schon gesagt, euer Verhältnis war jetzt nicht so intensiv, weil es einfach der Altersunterschied... Überhaupt. Nicht wegen dem Altersunterschied, sondern weil die Stiefmutter wollte immer, dass ich Abstand habe zu ihren Kindern. Weil sie Angst gehabt hat um ihre Kinder, weißt du? Ja, okay. Weißt du, wo ich aus Österreich aus dem Gefängnis gekommen bin, irgendwie hat sich der Dietmar immer wieder in meine Nähe begeben. Der wollte immer wieder Neues erfahren und hat es dann weiter seiner Mutter erzählt, was ich ihm erzählt habe. Und er sagte, bitte halt dich von meiner Familie. Okay. Weißt du? Also war nie ein enges Verhältnis da. Ja. Okay. Dann der fünfte Punkt. Wir sind schon fast beim Ende. Die Südwestpresse, so hat er es, glaube ich, genannt, da stand ja dein Name drin, wo die dann deinen Vater verdächtigt haben, dass er jetzt... Wilhelm Beer, genau, stand drin. Und das ist jetzt eigentlich ein wenig nichtig, ne? Also ich finde, manche Anklagen, gut, wenn du vielleicht deinen Vater lieb hast, vielleicht wie dein Bruder und willst da den Ruf reinhalten oder sauber machen, stört dich das mehr, aber er sagt, das stand nie vorne auf dem vordersten Blatt, dass Wilhelm B.
Ich habe nicht gesagt, dass es auf der Titelseite war. Das dachte ich. Die stand in der Zeitung. Ja. Gesucht wird Wilhelm B. Mhm. Wegen dem. Okay. Für das? Ich habe zu Hause sogar noch zwei Artikel, habe ich noch daheim. Ja. Da geht es aber nicht um meinen Vater, da geht es um mich selber. Mhm. Und da steht drin in einem Artikel, dass gesucht wird Wilhelm B., mhm, weil er einem den Kopf auf der Randstein gedonnert hat. Mhm. Und man weiß nicht, ob der Typ überlebt. Ja. Und im zweiten Zeichnungsartikel steht drin, wird immer noch Wilhelm B. gesucht, er trägt einen grünen Kartenmantel, mhm, in der drin hat er Schrot, weißt du? Aber die Ärzte verneinen Lebensgefahr, also der Typ überlebt. Okay. Ja. Mhm. Und den suche ich gerade und den schicke ich dann Idee. Okay, wenn du willst, kannst du es mir auch schicken. Ja. Wenn ich ihn noch finde. Wenn du noch findest. Genau. Und dann, wenn nicht, dein Bruder verweist da auf das Archiv von, heißt es Südwestpresse? Südwestpresse und Schwäbische Zeitung. Das sind die zwei Zeitungen, die es in Ulm gab damals. Okay, weil also ich denke, wenn man Südwestpresse war in der Bahnhofstraße. Aha. Nee, halt falsch. Die Schwäbische Zeitung war in der Bahnhofstraße und die Südwestpresse war in der Frauenstraße. Okay. Es kommt wieder das Gedächtnis. Ja. okay, und wer danach forschen will, also wer sich die Zeit nehmen will, dein Bruder sagt, wenn man das recherchiert, dann findet man es. Oder ja, eben nicht. Doch, man findet es. Und daher. Wilhelm B. Genau. Nicht Wilhelm Bund, sondern Wilhelm B. Mhm. Punkt. Okay. Dann, jetzt kann ich mein eigenes Schrift nicht mehr lesen. Du wurdest als Kind nicht zu den Methodisten gegeben. Da weiß ich jetzt den Zusammenhang nicht so ganz genau. Ich habe in dem Buch steht drin, dass ich eine Zeit lang beim Methodistenpfarrer, mhm, war in Ulm. Ja. Genau, jetzt pass auf, das ist ganz, ganz einfach. Und da lebt sogar noch eine Zeitzeugin, siehst du, das ist doch schön, gell? Ja. In dem Buch ist ein Name erwähnt, ist mein ehemaliger Justizbeamter. Okay. Mhm. Der mich immer eingeschlossen hat. Mhm. Und dessen Frau ist die Tochter zu dem Methodistenpfarrer. Ah, okay. Okay, und ich war eine Zeit lang tatsächlich bei denen zu Hause. Da gibt es sogar noch Fotos. Okay. Mhm. Und die Ursel, so heißt die, die hat mir erzählt, weißt du, ich weiß es noch, und da warst du bei uns. Mhm. Und dann habe ich damals für dich als kleiner Steppke ein Lodemändele genäht. Mhm. Was so ein Mäntelchen genäht, einfach, dass ich süß ausschaue. Ja. Es lebt noch die Ursel, mhm, den Hofertöchter gehabt, weißt. Es lebt noch die Gudrun, mhm, die lebt in Herisau, die Gudrun. Es lebt noch das Irmele, also Irmgard. Mhm. Und es lebt noch die Gudrun, und Gudrun wohnt in Bruchsal. Ah, okay. Und die können das bestätigen. Da schauen wir mal, ob wir die rausging. Also was das noch für den Hörer jetzt zum Schluss noch für diese Episode. Bevor wir uns getroffen haben, noch dem SDM-Verlag geschrieben, ob wir deinen Co-Autor oder Autor noch daherbringen. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Weißt du, aber jetzt durch das Video von meinem Bruder, ich empfinde es gerade richtig, wie ich spüre die Schläge gerade, weißt du?